Ahoi, ihr Landratten. Da seid ihr endlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du hier bist. So, ich bin wieder hier am Start im Forestwald. Und wir wollten ja in dieser Episode einmal zum einen natürlich versuchen, was mit unserem Bogen zu jagen. Und zum anderen wollen wir einmal noch die Insel erkunden. Das heißt, wir haben ja zwar jetzt unser kleines Dörfchen gebaut, unser Nest. Aber irgendwie ist das hier alles nicht so das Wahre. Das heißt, wir müssen jetzt erst... Alter! Schieß! Hol ihn dir! Komm her, du Sau! Ba-ba-baum! Fuck, ich habe nicht getroffen. Fuck it! Alter, ich habe echt ein Dings... Ziel... ein Aim wie so ein... Vollpfosten, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber. Guck mal hier. Ah gut, ich bin scheiße. Das muss ich echt nochmal üben, Leute. Oh, das habe ich gerade... Hätte ich doch gerade so schön getroffen. Aber der greift mich auch nicht an oder so, ne? Oh, heftig, heftig, heftig. Jetzt greift er aber an. Oh, oh, Hilfe! Ich bin der Ranger, Mann. Du kannst mir nichts anhaben. Tot. Ich glaube, er ist tot. Alter, scheiße, Mann, ey. Voll der Ninja, ey. Das arme Kaninchen. Okay, ja, war doch nicht schlecht. Also ich meine, an sich war es ja jetzt nicht verkehrt mit dem Bogen. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Einen. Das heißt, das bringt uns jetzt gerade erstmal nichts. Das ist ein Pfeil von uns. Guck mal. Cool, wir können die echt wieder einsammeln. Ist ja nice. Aber bevor wir uns jetzt hier wieder lange aufhalten beim Rumeiern, wollte ich ja die Insel zeigen. Das heißt, hier geht's jetzt weiter. Alter, hier ist natürlich jetzt erstmal eine riesige... Oh, fuck, 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 fuck. Achso, okay, wir haben Fallschaden genommen. Alles super, alles cool. Nichts passiert. Alles super, alles im grünen Bereich. Was ist das denn hier? Sieht aus wie so ein Reifen. Also ein Holz. So ein Holz. Ein Holzkopf. Dann nehmen wir natürlich wieder eine Armor mit. Und essen erstmal noch was. Und was machen wir denn da? Was haben wir denn hier? Ein Zahn, wieso auch immer. Medizin haben wir noch genug da. Das heißt, es ist... Okay, wir machen genau. Was wollte ich machen? Coins kann man verbinden mit Alkohol. Ja, aber Alkohol haben wir nicht. Und mit der Circuit, das weiß ich irgendwie, aber... Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, oder ist das hier doch Boost? Boost, ist das Alkohol? Genau. Und wir können kombinieren. Kombinieren. So, und jetzt das hier sollte jetzt eigentlich eine Explosive sein. Can be used as a weapon. Das ist super, super geil. Das ist unser Digital Sparpaket für die extravaganten Ureinwohner oder die Mutantenköppe, die hier überall lauern. Leuchte, leuchte, lalalala, leuch. Das ist der Lurch und den mache ich jetzt durch mit meinem Speer. So geht das, Leute, so geht das. Ich zeige euch das, kommt mit. Ich war schon als Kind ein Ninja und ich werde es auch immer bleiben. Du weißt ja, wie das ist. Einmal ein Kämpfer, immer ein Kämpfer. Und einmal King Outdoor. Ein Camper, immer ein Camper. Sowohl bei CS als auch im wahren Leben. Ich wollte mich da eigentlich draufsetzen, Mann. Sit down, please. Sit down. Kannst ja nicht mehr draufsetzen, Mann. Was für scheiß Campingstühle. Ich frage mich, wer sowas gebaut hat. Wenn das nicht da draufstehen würde, dann würde ich mich das jetzt echt fragen. Kann man da reingehen? Oh, geil. Im Zelt sind wir jetzt. Auf Campingtour. Ist das nicht schön? Wir sind am Strand, am Campen mit Freunden und all so ein Scheiß. Ach nee, sind wir ja gar nicht. Wir sind ja irgendwie abgestürzt. Hätte ja klappen können. Oh Mann, was ist das denn für ein Berg da oben? Der Berg, der schreit. Der schreit förmlich nach. Erklimm mich. Nehm mich ein. Breite dein Territorium auf mich aus. Und ich glaube, wir sind hier gerade im Feindeslager. Die Musik zeigt es uns deutlich. Wir befinden uns hier... Achso, ich glaube hier in diesen
Boah, scheiße, wir müssen hier weg, Mann. Ich habe echt kein gutes Gefühl. Was ist das? Irgendein Scheiß. Nur Schildkröten, überall Schildkröten. Oh, fuck, da sind, was ist das? Da ist noch irgendwas drin, das müssen wir uns holen. Ein Seil und noch ein Seil. Okay, das brauchen wir bestimmt noch. Wir haben zwar jetzt schon den Bogen, aber vielleicht können wir noch die ein oder andere... Ich glaube, die sind giftig, oder? Nee, die sind nicht giftig. Die blauen Beeren sind nicht giftig? Waren das nicht die weißen, die ungiftig waren? Hm, komisch. Ich bin echt kein Genie, was das betrifft hier. Aber gut, aber das ist jetzt so ein Mini-Lager, aber da hat man natürlich jetzt das Glück, dass da irgendwie keiner zu Hause war quasi. Die sind wahrscheinlich noch irgendwo unterwegs, aber wer weiß, was die da treiben, die Jungs. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, was so ein Ureinwohner den ganzen Tag so treibt. Es reicht ja schon, wenn ich irgendwas treibe den ganzen Tag. Und das will auch keiner wissen, das kannst du mir glauben. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit da unser Häuschen am Start, unser Symbol, aber irgendwie ist das ja auch blöd. Da wollen wir eh nicht mehr hin. Wir sind ja jetzt schon wieder quasi... Entschuldigung. In Aufbruchstimmung, wollte ich sagen. Und Aufbruchstimmung heißt nicht, dass ich mich jetzt töten lassen will, Stimmung. Das heißt, ich laufe einfach mal weiter. Ah, da hinten kommt die Ausgeburt der Hölle. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon mal in einer unserer Folgen. Ist schon ein bisschen her. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier oben rechts auch noch irgendwo ein Lager sein. Aber da werden wir jetzt natürlich nicht irgendwie einfach so drauf zulatschen oder da reinlatschen. Das werden wir dann irgendwie gekonnt umlaufen, das Ding. Und versuchen irgendwie... Ich laufe einfach mal hier, nicht jetzt ins Landesinnere. Ich laufe jetzt hier rüber. Geht das? Ja. Sollte gehen. Wenn jetzt hier nicht irgendwelche Haie auf uns warten, natürlich. Oder irgendwelche Blitze ins Wasser einschlagen und uns dann töten. Die laufen über die ganze Map, um dich zu suchen. Die suchen dich. So, liebe Freunde. Schön, dass du immer noch dabei bist beim Forest Let's Play. Der eine oder andere hat vielleicht schon längst abgeschaltet. Weil er vor Langeweile nicht mehr sich halten konnte. Oder vielleicht ist er auch eingeschlafen, wer weiß. Wenn du gerade eingeschlafen bist, dann... möchte ich dir etwas sagen. Ich hoffe, du träumst gut. Ich hoffe, du träumst nicht von Ureinwohnern. Und ich hoffe, dass du gleich wieder... ausgeschlafen bist, wenn du morgen früh aufstehst und der Wecker klingelt und schreit Kennst du das ja, wie ein Wecker immer so macht? So, jetzt geht's weiter. Ich kann die Ureinwohner förmlich riechen. Sie sitzen hier überall in den Wäldern. Following area not available in this build of the game? Alter, what the fuck? What the fuck? Ew. Okay, das heißt, der Berg ist noch nicht drin, oder was? Aber scheißegal, Mann, ich geh da jetzt einfach hin, ey. Ist da nicht wahr? Da kann ich ja nicht mal rübergehen, da. Hier ist eine Mauer, ich komme irgendwie nicht weiter. Es ist nur ein bloßer Schatten, der sich vor uns auftut. Es ist wie eine Fata Morgana, aber in Wirklichkeit laufen wir irgendwo gegen eine Wand. So richtig blöd. Wie so ein Holzkopf. Wie so ein Vollpfosten. Wie so ein Torpfosten. Wo der Ball dagegen knallt. Also wie Leno quasi. Na, Spaß am Rande natürlich. Wir lieben uns ja alle. Wir lieben unsere Bros. Und unsere Schwestern natürlich auch. Aber unsere Schwestern sind eigentlich auch Bros. Das heißt, ein Bro ist ein Bro. Ob Frau oder Mann. Ist einfach cooler. Weißt du, Bro ist halt ein Bro und so Sis oder Sister ist halt so. Kennt das ja von Dingens hier. Wie heißt der Scheiß nochmal? Mit Little Sister und Big Daddy. Bin ich doof? Bin ich doof? Schreib's doch mal in die Kommentare. Nee, von Bioshock natürlich. Fällt mir der Scheiß nicht ein. Ich glaub das nicht. Ist ja peinlich.
für einen Gamer, der schon seit Anbeginn der Zeit dabei ist, quasi. Seit Anbeginn der Zeit ein Gamer ist. Und darauf auch stolz ist. Following Array not available. Aber ist mir jetzt egal, ich will da jetzt hin. Oh, scheiße, ich bin ins Wasser gefallen. Ich werde sterben. Oh, nein. Oh, so ein Scheiß aber auch. Okay, den Berg, den müssen wir uns halt nochmal irgendwie im Gedächtnis behalten. Da werden wir dann einfach mal vorbeisehen, wenn die Alpha mal durchgelaufen ist und die Beta erreicht wurde. Was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich hoffe, du gibst die Hoffnung auch nie auf. Denn dann bist du verloren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, die Hoffnung aufgeben. Egal in welcher Lebenslage. Aber wir kommen in dieser Episode erstaunlich gut voran, möchte ich meinen. Ich denke mal, dass wir hier jetzt auch wieder hin können. Das heißt, einfach nur der Berg und die Session da hinten kannst du halt noch nicht abgrasen, was natürlich eigentlich dumm ist, aber na gut. Naja, gut, ne, kennst das ja. Wie der Drake gesagt hat hier auf der Gamescom. Wie geht es dir? Ja, gut, dann selbst. So, hier, gehen wir mal hier runter. Das ist jetzt hier die andere Seite des Strandes. So, hier können wir jetzt wieder hin. Da hinten ist not available. Und hier gehen wir jetzt hin. Mit unserem Speer bewaffnet gehen wir dem Unbekannten etwas entgegen. Und hoffen, dass unsere Unterhosen noch nicht schwarz sind. Da wird es jetzt schon wieder dunkel, oder? Oder bin ich einfach nur blöd? Ich glaube, wir müssen mal irgendwie gleich was tun hier. Ah, schon wieder was essen? Ich weiß es nicht. Soda? Ein Soda trinken? Komm, wir trinken mal ein Soda. Können wir länger laufen. Aber ich würde ganz gerne mal unsere Bombe zünden, aber irgendwie erscheint mir das nicht so klug. Aber ihr wisst ja, wie das so ist. Ab und zu mal möchte man noch gerne mal eine Bombe zünden. So, weiter geht's. Aber langsam merke ich echt die Auswirkungen, also... Wir sind jetzt hier in der vierten Folge am Stück quasi. Vier Folgen durchlabern. Ist doch ein bisschen anstrengend, wenn man so erkältet ist. Aber da hilft nur eins. Energy, Energy, Energy. Oder etwa nicht? Ist das nicht das Universalrezept für all unsere Probleme? Kaffee und Energy? Ich weiß es nicht. Oma hat immer gesagt, mein Junge, trink ein Energy zum Frühstück und du wirst den ganzen Tag über Kraft haben. Also natürlich hat sie es nicht gesagt, aber ich habe mir immer gewünscht, dass sie es gesagt hätte. Das wäre schön gewesen. Ein schönes Öhmchen. Ein nettes Öhmchen, das ihrem kleinen Bronze einfach mal was Schönes mit in den Tag gibt. Mal was Nettes sagt. Nicht nur immer, mach deine Hausaufgaben. Sei pünktlich wieder zu Hause. Du darfst deinen Bruder nicht verprügeln. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Wobei man ja eher sagen muss, dass mein Bruder ja mich verprügelt hat und nicht umgekehrt. Oh Mann, wie das immer so ist, ne? Bei kleinen Töteltäubchen, bei kleinen Geschwistern. Was ist das? Ein Licht am Ende des Tunnels. Ein Licht, das durch die Mauer durchscheint. Oh, haben wir den Kryptonitblick? Sind wir Superman? Was geht hier vor sich? Wir sollten vielleicht ein bisschen... Oh, Alter, was ist hier los, Mann? Ich sehe irgendwie gar nichts. Ah, die Dings, die Sonne geht ja auch unter. Ist ja auch kein Wunder, Mann. Ah, hier sind überall Felsen. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück und ich mache mal eben das Licht an. Oder wir haben wir auch die Taschenlampe am Start? Jo. Alter, geil, Taschenlampe, Mann. Haben wir ja noch nie gehabt. Das ist quasi sowas wie eine Premiere hier in der Folge. Mann. Soll ich keinen Zucker schlecken hier? Ah, ich glaube, ich erkenne diesen Teil des Waldes wieder. Hier waren wir doch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge. Irre ich mich da? Mit dem Wasser, das irgendwann da hinten aufhört? Kein Horizont? Scheiße, es wird dunkel, Leute. Das war echt eine coole Folge. Und wir haben echt viel gesehen von der Insel, aber es wird jetzt dunkel. Und ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt The Forest. Ich weiß nicht, Mann. Der Boden, der bewegt sich schon und ich weiß auch nicht, irgendwie ist alles so komisch. Ich bekomme schon Halluzinationen hier im Forest.
Irgendwas stimmt hier nicht mit den Beeren, glaube ich, die ich die ganze Zeit esse. Und es ist dunkel, fuck. Leute, wir sehen uns nächste wieder. Ich kann nicht mehr reden. Es tut mir leid. Ciao.